Ja, und Sie haben vielleicht die rote Fahne gesehen. Diskuswerfen wird kurz angehalten, damit wir ein besonderes Finale vorstellen können mit Alina Reh vom SSV Ulm, der jungen Dame hier rechts im Bild, und Konstanze Klosterhalfen, die Läuferin, die für die TSV Bayern 04 Leverkusen startet, aber inzwischen in Oregon in den Vereinigten Staaten lebt und trainiert. Und wir sind wirklich gespannt. Es sind zwei Tempoläuferinnen über 5000 Meter. Das wird hier kein taktisches Rennen. Alina Reh, frisch gekürt als Junioren, nämlich U23 Europameisterin, eine Frontläuferin, die Spaß hat am Schnelllaufen. Und die sagt ganz ehrfurchtsvoll über Konstanze Klosterhalfen, das ist eine Weltklasse-Athletin, die das Gleiche liebt, nämlich das schnelle Laufen, ohne über Zeiten nachzudenken. Aber mit Zeiten befassen wir uns dann mal, wenn die Damen hier alle auf der Reise sind. Relativ großes Feld, und das ist ja wirklich auch mal eine schöne Angelegenheit, dass wir in so einem Wettbewerb ein echtes Frauenfeld über 5000 Meter komplett begleiten können. Und Ralf, man soll ja immer vorsichtig sein mit Superlativen, aber diese beiden sind 22. Das sind vielleicht die größten Rohdiamanten, die größten Talente der deutschen Mittel- und Langstrecke bei den Frauen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und jetzt kümmert sich die Regie auch nochmal in einer Nahaufnahme um die beiden. Das ist die erste, Alina Reh, gerade zurückgekehrt aus dem schwedischen Gävle, wo sie Gold und Silber gewann über 10.000 und 5.000 Meter bei den unter 23-Jährigen bei den Europameisterschaften dort. Und dort hat sie imponiert, und heute möchte sie eine 14 ganz vorn haben, also unter 15 Minuten zum ersten Mal in ihrer Karriere. Und das ist, das wissen Sie, absolute Weltklasse. Und das ist schon Weltklasse. Hat einen fantastischen deutschen Rekord aufgestellt, über 3.000 Meter vor ein paar Wochen. Ist dann gleich wieder zurückgeflogen in die USA. Also auch viel Bewegung in ihrem Leben, hält immer quasi täglich Kontakt mit ihren Eltern. Da im Hintergrund Coco, das sind ihre Fans, denn Coco wird sie in der Laufszene genannt, die klare Favoritin hier, Konstanze Klosterhalfen. Sie braucht die Norm noch, die ist 15,22, also so ganz Pappenstiel ist das nicht. Aber wir haben vorsichtshalber mal mit der noch amtierenden deutschen Rekordhalterin gesprochen, mit Irina Mikitenko, die jetzt sicher, schönen Gruß nach Hessen zu Hause, zuhört. Und die prophezeit, die werden heute beide in Richtung meines Rekordes laufen. Wir sind gespannt. Da hat uns auch erzählt, sie freut sich riesig auf dieses Rennen. Endlich wieder solche Talente in Deutschland. Und als Kathrin Friedrich, unsere Assistentin, sie nach den Zwischenzeiten ihres damaligen Rekordes gefragt hat, war sie ganz verdattert, hat laut gelacht und hat gesagt, muss ich wohl mal auf den Dachboden krabbeln und die rausholen. Wenn es heute soweit sein soll, dann ist es mir recht. Und wir sind relativ sicher, dass es heute soweit sein wird. Und es geht hier gleich ab wie Schmitz' Katze, Konstanze Klosterhalfen. Die kann einfach nicht anders, geht nach vorn. Haben Sie vorhin auch vielleicht gesehen, sie ist eine, die schon unter 15 Minuten geblieben ist. Sie ist jetzt schon Deutschlands zweitbeste aller Zeiten hinter eben angesprochener Irina Mikitenko und hat jetzt schon eine Lücke von 10 Metern gerissen zu Alina Reh, dem nächsten Laufjuwel aus deutschen Landen. Und wie gesagt, beide 22 Jahre jung. Es ist noch nicht mal eine Runde gelaufen. Schauen Sie sich das mal an. Das ist eine Dreiklassengesellschaft. Vorneweg Konstanze Klosterhalfen hat schon einfach ein Turbo reingehauen, dem selbst Alina Reh, nochmal als Erinnerung, die war im vergangenen Jahr ja auch Vierte hier, über 10.000 Meter, also in der europäischen Spitzenklasse zu Hause. Dahinter Miriam Dattke aus Regensburg, und dann kommt das große Feld und die bemühen sich da auch nur einigermaßen dran zu bleiben. Ich prophezei mal, das wird zu Überrundungen kommen, und zwar zu zahlreichen. Und noch einmal zur Erinnerung, denn wir zeigen ja nicht jeden Tag Leichtathletik und vielleicht ist auch nicht jeder von Ihnen so in der Szenerie zu Hause, Konstanze Klosterhalfen. Während wir hier Alina Reh sehen, jetzt schon mit 20 Metern Rückstand, und Miriam Dattke dahinter. Das sind auch die drei momentan, die in Deutschlands Rangliste so zu finden sind. Aber schauen Sie mal, dort ausgangs der Kurve, das ist Konstanze Klosterhalfen, die jüngste aller Zeiten weltweit, die das berühmte Triple geschafft hat, 800 Meter unter 2 Minuten, 1500 Meter unter 4 Minuten und 5000 Meter unter 15 Minuten. Und das eben schon vor 2 Jahren, da war sie 20, 2017, ein Wahnsinn. Hoffentlich hält sie das alles durch, viele sagen, ihr Repertoire sei zu groß gestreut. Na, schauen wir mal, das sieht erstmal bestechend aus, haben Sie vielleicht gesehen, der Blick der Läuferin geht da gerade nach rechts. Da stehen nämlich die persönlichen Betreuer und auch
Constanze Klosterhalfen hat da genau zugehört und mal nachgehorcht, wie schnell sie denn unterwegs ist. Das ist die Zwischenzeit, die Irina Mikitenko bei ihrem Rekord hier übrigens in diesem Stadion beim ISTAF 1999 hingelegt hat. 2:58. Ich glaube, Sie sehen selbst, was das hier für ein Rennen werden kann. Das ist unfassbar schnell. 14:42:03 übrigens, nur mal zur Erinnerung, dieser deutsche Rekord. Ich glaube, der wird heute Schall und Rauch sein. Aber man soll ein Rennen nicht vor dem Ende loben. Es sind noch 4000 Meter. Es kann noch ganz viel passieren. Und hier hinten wird, sorry für all die jungen Damen, um Rang 4 gekämpft. Alles andere scheint hier vergeben. Vorn sind sie ganz, ganz, ganz weit enteilt. Constanze Klosterhalfen. Ihr neues Trainingsumfeld extrem professionell. Sie beschreibt es wie jeden Tag. Wie Trainingslager, wieder der Blick darüber, Zwischenzeit, sehr aufmerksam mit dieser unfassbaren, dieser brutal leicht aussehenden Geschwindigkeit, die Constanze Klosterhalfen hier auf diese Bahn zaubert. Hier auf der Geraden staunen schon alle. Und ich hoffe, dass sie hier im Stadion auch bei dem sogenannten Event Entertainment mitbekommen, was hier abgeht, und dann gleich mal die jungen Damen hier um die Bahn tragen. Auch Alina Reh dahinter ist in einem enorm hohen Tempo unterwegs. Absolut, absolut. Das darf man nicht vergessen, denn Constanze Klosterhalfen schlägt hier ein Wahnsinnstempo an. Und Alina Reh in diesem Jahr auch mit neuer persönlicher Bestleistung über diese Strecke. 15:04:10 in Stockholm gelaufen mit ganz vieler internationaler Konkurrenz. Das ist immerhin auch die sechste der ewigen deutschen Bestenliste. Sie hier, wie eben erwähnt, die zweitbeste. Und ich denke mal, Alina Reh wird heute noch einen kleinen Sprung nach vorn machen, wenn sie sich ein bisschen ziehen lässt, ein bisschen pushen lässt von dieser vorn weglaufenden Constanze Klosterhalfen. Großartig, muss man echt sagen. Das hier Alina Reh und Kompliment Miriam Dabke, die Regensburgerin, bis hierher mit einem sehr couragierten Rennen. Hoffentlich lässt sie sich nicht verleiten, zu schnell zu sein, denn die beiden Vorderen und sie, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Kategorie. Morgen früh geht es für Constanze Klosterhalfen schon wieder zurück in die USA, nochmal Höhentraining. Denn klar, der Höhepunkt, die Weltmeisterschaften, steht ja noch an, aber das hier, das kann ein Meisterschaftshighlight in der Geschichte von deutschen Meisterschaften werden. Alina Reh, auch hier eine besondere Geschichte, arbeitet immer noch im Supermarkt ihrer Eltern. 20 Stunden in der Woche, das muss ich mal vorstellen, trainiert fast alles alleine. Und beide machen hier ein ganz eigenes, ein besonderes, ein spezielles Rennen über diese 5000 Meter. Wird da reingerufen. Das ist die Rundenzeit, die Constanze Klosterhalfen hier konstant auf die Bahn trommelt. Alina Reh übrigens, da sehen wir mal die Trainer und Männer an der Seite, die die Zeiten reinlaufen, einrufen. Alina Reh, die wir eben gesehen haben, erst am Mittwoch aus St. Moritz zurückgekommen. Auch sie ist Mittwoch hier angereist in Berlin, Constanze Klosterhalfen. Die Norm, das ist Formsache, können wir jetzt schon mal einen Haken drunter machen. Erwähnt immer wieder ihr neues Umfeld seit Anfang des Jahres. Nicht nur der neue Trainerstab dort, sondern das ist alles einheitlich, hat sie gesagt. Physio-Mentaltrainer, eine tolle Philosophie, die ihr super gut zu Pass kommt. All diejenigen, die sie besser kennen, die sagen, es gibt keinen Teil des Tages, den sie nicht im Laufschritt vollbringt, und hier und heute besonders schnell. Aber es gibt auch diese sympathische Seite an ihr, dass sie schon mal was vergisst, mal zu spät kommt zu einem Flug oder solche Geschichten, weil sie dann doch in ihrer Laufwelt so verfangen ist und hier zeigt, zu was sie in der Lage ist. Wahnsinnig aufmerksam. Aber beide wirken ja noch relativ entspannt. Alina Reh etwas mehr. Sie sehen das, das Atmen fällt ihr einen Hauch schwerer. Ganz starkes Rennen der jungen Frau vom SSV Ulm. Und auch Miriam Dattke, die Regensburgerin, hält sich da sehr gut. Das ist ja wahnsinnig schwer, wenn man so weit hinter der Führenden her ist. Und Constanze Klosterhalfen, wir haben immer wieder
die Zwischenzeiten kontrolliert und notiert, ist hier auf einem immens schnellen Kurs unterwegs. Der Rekord wackelt. Und Alina Rey hat vorher gesagt, ich wäre zu Absprachen mit Coco, mit Constanze Klosterhalfen bereit. Aber wenn es keine gibt und es gab jetzt keine, dann mache ich halt mein Ding. Und dieses Ding ist auch noch richtig gut. Sie und ihr Trainer Jürgen aus dem Kerl haben im Vorfeld an ihrer Variabilität gearbeitet. Soll in Zukunft auch noch ihre 1500 Meter Bestmarke verbessern. Also in die Dimensionen kommen, in denen Constanze Klosterhalfen schon ist. Ihr Spektrum auch mal ein bisschen erweitern. Aber das hier vorn ist in Sachen Tempohärte, in Sachen Effektivität des Laufstils und wie sie immer locker nach rechts schaut und Zeiten entgegennimmt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich echt sagen. Und jetzt läuft sie auf die nächste große Gruppe zu. Die ersten Überrundungen stehen an. Hier nochmal als Orientierung. 3000 Meter, das war die Durchgangszeit von Irina Mikitenko. 8,55 am Ende der Geraden. 8,55,49, das ist die Orientierung. Schauen Sie sich das an, wie die da ranfliegt an die Gruppe vor ihr. Es ist viel schneller. 11 Sekunden, exakt 11 Sekunden. Und jetzt geht das Publikum hier richtig mit. Wahnsinn. Und im Rasch vorbei an den anderen. In diesem Jahr gab es übrigens einen neuen Europarekord. Den darf man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Sifan Hassan, die Niederländerin, 14,22. Da ist sie virtuell auch nur noch 10 Sekunden von entfernt. Und das ist eine Überzeit gewesen, die die Niederländerin in diesem Jahr erreicht hat. Jetzt pflügt sie da durch das große Feld der Konkurrentinnen. Alina Reh hat jetzt doch auch deutlich den Sichtkontakt zu Constanze Klosterhalfen verloren. Ja, die kriegen das natürlich nicht mit, dass sie in diesem unglaublichen Tempo da vorbei flitzt. Ansonsten können sie auch die Innenbahn freimachen und sie würde wichtige Zehntel sparen. Aber bei diesem Lärm hier im Stadion hört man keinen Bahnfrei oder was auch immer für Kommandos es gibt. Da muss sie halt außen rum. Das kostet ein bisschen Kraft, aber trotzdem absoluter Wahnsinn. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier über Zehntelsekunden reden, sondern wir reden hier über einen Meilenstein der deutschen Leichtathletikgeschichte, der hier realisiert wird von Constanze Klosterhalfen. Das ist ihre Mama, links im Bild. Ja, ja, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, tatsächlich. Sie fliegt daher, unfassbar, diese Leichtigkeit. Ihr Talent ist lange bekannt in der deutschen Leichtathletik. Bei Trainingsüberprüfungen hat sie immer wieder die Wissenschaftler in Erstaunen versetzt, weil sie so wenig Laktat gebildet hat. Immer noch sehr aufmerksam, schaut immer rüber, will die Zeit hören. Denn sie weiß, das hier ist ein Rennen für die Geschichtsbücher des 5000-Meter-Laufs, für die Bahnleichtathletik überhaupt. In diesem geschichtsträchtigen Stadion. Hier ist Irina Mikitenko Rekord gelaufen. Hier sind schon so viele Rekorde gelaufen worden. Aber meistens beim ISTAF eben, beim Stadionsportfest. In einigen Wochen hier wieder Schauplatz der großen Leichtathletikwelt. Und das ist ein ganz großes Rennen hier von Constanze Klosterhalfen. Wo ist die nächste? Gar nicht einzufangen. Und was absolut beeindruckend ist, wenn man ihr ins Gesicht schaut, man sieht noch keine Anstrengung. Es ist irre, wie ein Uhrwerk dreht sie ihre Runden hier und wird den deutschen Rekord von Irina Mikitenko nicht nur unterbieten, sie wird ihn pulverisieren, sie wird in andere Sphären aufsteigen, was wir eben schon 3 bis 4 Mal betont haben. Es ist ein absoluter Meilenstein, einer der Höhepunkte der Geschichte von deutschen Meisterschaften. Und hier in Berlin sind schon viele große Leistungen abgeliefert worden. Sie wird sich einreihen heute. Wird ein eigenes Kapitel bekommen im Geschichtsbuch der 5000 Meter. Das wird ein unglaublicher Hieb runter von der alten Marke von Irina Mikitenko. Alle springen jetzt auf hier auf der Zielgeraden. 2 Runden noch. Dann ist die neue Marke da. Schauen Sie sich das an, die Begeisterung, die diese junge Frau hier in das Stadion reinträgt. Jetzt hat es was. Von diesem besonderen Flair der Europameisterschaften. Constanze Klosterhalfen fliegt der neuen Marke entgegen.
Da ahnt man auch, wo sie ihr Bewegungstalent und ihr Bewegungsdrang her hat. Die Mama auf der Tribüne natürlich komplett außer Rand und Band. Und das darf sie auch sein, denn das ist ein legendärer Lauf. Und immer noch entspannt, rhythmisch, sehr effektiv. Wunderbare Schritte. 1A, eine Augenweide, ihr zuzuschauen. Jetzt nur noch 500 Meter. Und dann ist der neue deutsche Rekord perfekt. Auch im Stadion haben es jetzt die Letzten begriffen, ob auf der Sonnenseite oder auf der Schattenseite sitzen. Sie stehen allesamt und feiern Constanze Klosterhalfen, für die es hier gleich die Glocke gibt. Noch eine Runde, noch 400 Meter bis zur Geschichte auf dieser Strecke. Und das nimmt sie jetzt nicht nur so im Flow mit, sie drückt jetzt noch mal drauf. Das ist ein veritabler Endspurt, den sie jetzt hier ansetzt. Etwas mehr Feuer kann sie immer noch geben. Miriam Dattke, das ist die Drittplatzierte, auch die ist nah an der Überrundung. Constanze Klosterhalfen, 200 Meter noch. Und dann steht da eine ganz neue Marke. Und nur zur Einordnung, diese Marke wird sie immer noch nicht ganz vorne rein in die Weltklasse führen. Denn so weit weg ist die Weltspitze über diese Distanzen enteilt. Aber es ist ein Riesenschritt hin zu internationaler Anerkennung. Constanze Klosterhalfen haut drauf und das Publikum feiert sie, flippt aus. Es wird ein überragender, ein sensationeller Rekord. Ich bin ehrlich sprachlos. 14:26:76. Das ist schlicht der Wahnsinn. Absoluter Irrsinn und noch nichts zu sehen von der Zweitplatzierten. 3000 Meter Rekord in diesem Jahr. 1500 Meter Zeit bei 4:00 und jetzt reingelaufen in neue Dimensionen. Einen neuen Horizont erweitert. Nur wenige Sekunden hinter dem Europarekord. Und hier kommt Alina Reh vorne im schwarzen Trikot. Und auch die läuft noch eine richtig gute Zeit. Das darf man hier nicht verkennen. Das sind 15, 19 und ein paar zerquetschte. Das ist Rang 2 bei den deutschen Meisterschaften. Auch noch eine klasse Zeit. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie sie eigentlich sein wollte. Vielleicht hat sie sich verleiten lassen, ein bisschen zu schnell begonnen von Constanze Klosterhalfen. Kann man ihr nicht verdenken. Und da kommt die Drittplatzierte Miriam Dattke, die Regensburgerin. Auch die läuft hier noch richtig, richtig gut. Schauen Sie mal, 15:40 war ihre Bestleistung. Die schafft sie hier fast auf die Sekunde. Bronze für Miriam Dattke, Silber für Alina Reh. Und Gold, eigentlich müsste es hier eine neue Kategorie geben für diesen deutschen Meistertitel. Für Constanze Klosterhalfen. Und während die meisten anderen noch auf dem Weg sind ins Ziel, ist sie jetzt schon wieder eine halbe Runde weitergelaufen. Da drüben bei ihren Freunden und Förderern, da erkennen Sie vielleicht Oliver Minzlaff, seit langem der Geschäftsführer von Red Bull Leipzig, ein Freund und Förderer. Er kommt ganz aus der Nähe der Heimat von Constanze Klosterhalfen, hat auch den Weg in die Vereinigten Staaten zum Oregon Project geebnet für die junge Läuferin, die jetzt für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet. Da kommen alle die Freunde und Helfer und gratulieren zu diesem überragenden Rekord, zu dieser sensationellen Vorstellung. Glückwunsch und Hochachtung für dieses Rennen, Constanze Klosterhalfen. Und sorry, Irina Mikitschenko, ihr Rekord war richtig gut, hat lange Bestand gehabt, aber es war auch Zeit, dass er abgelöst wurde. Vielen Dank fürs Krabbeln auf dem Dachboden, hat sich gelohnt, wir haben die Zwischenzeiten gesehen und sie sind nicht mehr gültig. Der neue deutsche Rekord hat andere Zwischenzeiten hervorgebracht. Constanze Klosterhalfen wird uns bestimmt noch, wenn sie nicht beschließt, sehr früh die Karriere zu beenden, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre Freude machen, endlich wieder eine, die in der Weltspitze mitmischt und sie ist taufrisch und steht schon bereit zum Stadioninterview. Irre und scheinbar überhaupt nicht außer Puste. Unfassbare Publikum hier. Herzlichen Glückwunsch.
Nochmal ein paar dieser faszinierenden Eindrücke aus diesem Rennen. Diese konzentrierten Gesichtszüge bei Coco Klosterhalfen. Diese unglaubliche Geschwindigkeit, in der sie die anderen überrundet. Und dann immer wieder der Blick da hoch. Wo ist meine Zeit? Wo sind die Zwischenmarken? Der Schlussspurt, nochmal alles rausgedrückt. Am Ende dann tatsächlich noch die drittplatzierte Miriam Dattke überrundet und diesen unglaublichen Rekord realisiert. Es ist eine spezielle, eine außergewöhnliche Leistung. Und es ist jetzt schon der Moment der Titelkämpfe hier am ersten Tag der Finals in Berlin. Ich höre nichts, aber ihr müsst mir einen drauf geben. So, bin mir nicht sicher, ob wir dran sind oder nicht. Konstanze, herzlichen Glückwunsch. Ein fabeldeutscher Rekord über diese Strecke. Genau so vorgenommen vorher? Ja, wir haben schon über den Rekord geredet und ich wollte hier einfach halt ein schnelles Rennen liefern. Ich wusste, dass das Publikum super sein wird und dass ich es irgendwie auch in den Beinen habe. Und deshalb bin ich einfach drauf losgerannt. Kriegen Sie was mit von diesem Publikum, das dauernd aufgestanden ist, wenn Sie vorbeigelaufen sind, als viele realisiert haben, das wird eine Pulverisierung des bisherigen Rekords von Rina Mikitenko. Und ihre Mutter haben wir gesehen, die hat dauernd die Hände vors Gesicht geschlagen. Die konnte es auch nicht glauben. Also merkt man das? Ja, also irgendwann habe ich gedacht, oh, ganz schön laut hier. Aber sonst geguckt, ich war eigentlich sehr damit beschäftigt, die Zeiten zu kriegen. Hinten in der Ecke sitzt der Oliver, der immer gerufen hat. Und ja, aber klar, das hat mich hier wirklich getragen, ganz allein. Es war auch ein bisschen windig und ja. Und dass meine Eltern da sind, ist natürlich super schön jetzt hier in Europa. Ja, klar. Und das war offensichtlich dann eine andere Strategie als bei dem 3000-Meter-Rekord vor einem Monat. Denn da hieß es, dass sie gar keine Zeiten genannt bekommen haben, sondern einfach gelaufen sind und gelaufen. Heute also dauernde Zwischenzeit und voll im Soll? Ja, nee, ich wusste eigentlich trotzdem nicht, wo ich bin, weil es halt so laut war. Und deshalb bin ich einfach gelaufen und irgendwann habe ich gedacht, ich finde meinen Fokus. Und ja, es war natürlich ein anderes Feld als in Stanford bei den 3000. Und ja, ich war mir bis zum letzten Schritt nicht sicher, ob es reicht, aber ich dachte, ich renne einfach und gebe alles. Und natürlich stehen Sie jetzt noch mehr im Fokus, nicht nur bei uns in Deutschland, bei allen Leichtathletik-Fans, die auch hier im Stadion sind, sondern weltweit. Und da werden natürlich auch Neider dabei sein und Menschen sagen, das ist aber komisch, dass sie auf einmal über 10 Sekunden schneller läuft, über 3000 oder 5000. Und auch ihr Trainingsprojekt in Oregon wird ja immer so ein bisschen argwöhnisch bedacht. Sie sagen, das ist bei mir jeden Tag wie Trainingslager. Können Sie uns erklären, wie die Arbeit aussieht, die Sie so schnell macht in diesem einen Jahr? Ja, also Trainingslager heißt einfach alles nach dem Training ausrichten, von den Mahlzeiten, von der Zeit, wenn ich ins Bett gehen kann, wenn ich was mache. Und ja, jeder, der dagegen irgendwas sagt, der soll mal vorbeikommen und sich das angucken und sehen, wie die Athleten da einfach trainieren und sich danach dann eine Meinung machen. Und ja. Also bei Ihnen im Moment nur laufen? Ja, laufen, ein bisschen in die Sonne gehen. Und Sie werden morgen schon wieder zurückfliegen, haben wir gehört. Trainingslager, Vorbereitung auf die WM. Wie geht das mit diesem Hin und Her, dauernde Fliegerei? Macht Sie das nicht fertig? Ja, mein Coach hat gesagt, ich muss damit irgendwie zurecht werden, mich daran gewöhnen. Und ja, bisher, jetzt auf dem Hinflug hatte ich nicht ganz so Glück. Ich hatte auch meinen Koffer nicht, aber ja, irgendwie schafft man das. Und am Ende ist es eh Kopfsache und deshalb passt das schon. Dann guten Flug, alles Gute. Wir sehen uns wieder bei der Weltmeisterschaft. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, eine faszinierende junge Frau, die sicher auch diesen Umgang mit der Öffentlichkeit und dem aus meiner Sicht etwas zu häufig argwöhnisch beurteilten Aufstieg umgehen muss. Sie ist in der internationalen Leichtathletik angekommen.